Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Aircraft Carrier Survival. Ein, ja, was schon alles sagt, ein Flugzeugträger, den man im Zweiten Weltkrieg verwalten muss mit seinen Offizieren und der Mannschaft und muss dann Angriffe fliegen, Flotten identifizieren und Feuer löschen an Bord. Hört sich erstmal ganz witzig an, hat mir in der Demo nicht so gut gefallen. Ich habe gestern die Tutorials schon gemacht, sie haben ein paar Sachen verbessert, wodurch das nicht mehr ganz so klobig wird, obwohl der Angriff immer noch das ist, was hier mir die meiste Sorge mal bereitet, weil der Angriff ist halt wie so ein Card-Game, weil halt gewisse Manöverkarten, die man einsetzt, die man halt taktisch einsetzen soll, damit man in der Lage ist, feindliche Flotten oder Bodenziele oder Landziele zu vernichten. Wir starten einfach mal ein neues Spiel, was ich noch nicht gemacht habe. Ich habe bis jetzt nur das Tutorial angespielt, um zu gucken, was sich verändert hat. Es gibt inzwischen halt, ne, das Tutorial ist wirklich ordentlich. Aber wie ordentlich wird man jetzt merken, wenn ich die Kampagne anfange zu spielen und dann vielleicht draufgehe direkt? Weil die Demo damals war nicht sehr einfach. Und es gibt halt einen Sandbox-Modus, wo du wahrscheinlich, ja, ohne Ziel rumrennst. In der Kampagne wird man sehr wahrscheinlich Aufträge erfüllen müssen. Ich habe das Tutorial gemacht. So. Er sieht ein bisschen aus wie Robbie Williams, der Captain. Ich wechsle mal auf die andere Seite, damit ich hier nichts verdecke. Fähigkeiten Luftfahrt und Marine 3-3. Ach komm, ich nehme den Robbie Williams. Mein Startbefehl, Verstärkung der RB. Ein RB-Themen hinzufügen. Erfassungsreichweite plus 50% Seemeilen. Verteidigungsformation. Befehle dem Geleitschutz deines Flugzeugträgers eine Verteidigungsformation einzunehmen, um die Wirksamkeit deiner Flotte zu erhöhen. Klick, klack. Nehmen wir das RB-Team. Hard work is what keeps the ship moving. Hard work is what keeps. Hard work is what keeps the ship moving. Militär braun. Richtig, ich bin der Pfeife. Warum gibt es einen futuristischen Mantel? Oh mein Gott. Wer kennt ihn nicht? Admiral, hochgekrempelte Ärmelschachbrett. Ja, warum nicht? Man kann ja auch mit einer Jeans oder mit einer Khaki. Als wenn ich vom Golfspielen komme. Entschuldigung, dass ich jetzt so lange hier im Editor drin sitze. Ich bin einfach ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen schockiert von den Möglichkeiten. Von so ein paar Kleidungsstücken. Zum Beispiel kann ich mich als arabischer Teppich tarnen. Bin auf Urlaubsreise. Ich hoffe, ich kann gleich alles erklären. So, was ist meine Geleitschutzflotte übrigens? Ach, da fällt mir gerade ein, ja, das wäre noch das zusätzliche Tutorial gewesen.
weil du hast einmal natürlich deine Geleitschiffe, die dich begleiten. Die sind aber nicht so, dass die für dich kämpfen, also irgendwie schon so ein bisschen, aber die erhöhen, sag ich mal, deine Angriffs- und Verteidigungsflotte und haben gewisse Spezialfähigkeiten, um die zu nutzen. So, ich habe 2 Offiziere von Anfang an. Theoretisch habe ich noch 8 Punkte frei. Zum Beispiel, um noch mehr Mannschaft zu holen. So, welche... Ich sehe schon, da muss ich erstmal ein paar Sachen upgraden. Also muss alle Sachen des vorigen freischalten komplett, damit du den nächsten Flugzeugträger freischalten kannst. Ergänze Geschwader, ergänze 2 Staffeln des gefehlten Typs, kann einmal zwischen den weiteren Besuchen in Pearl Harbor verwendet werden. Versenkung des Versorgungsschiffs, versenke ein zufälliges Transportschiff der gewählten Flotte in einem Radius von 500 Meilen nach Beendigung des Befehls. Geleitschutzflugzeugträger. Köder, schickt dieses Schiff als Lockvogel. Fälscher Typ 1, blockieren der Torpedos, blockiere den Angriff der U-Boote während der Dauer des Effekts. Erneuerung der Flugabwehrgeschütze, Erneuerung der Verwendung, vor allem ich kann ja nur 3 Begleitschiffe haben. Da sehen wir übrigens auch die Verteidigungswerte für die Flotte und für den Flugzeugträger. Neulingeinheit. Dann haben wir den noch, weil der nämlich die Karte Fassrolle hat. So, das sind die Flugzeuge, die später alle unter Deck sein werden. Da können wir sogar noch umlackieren. Verbesserung kann ich mir natürlich jetzt nicht leisten. Das ist die Sache. Achso, wir haben schon Saipan Typ 2 dabei. Da habe ich eigentlich was gekauft, was ich gar nicht brauche. Naja, zurückgeben ist nicht. Als Geleitschutz. Dann schickt man die Flotte mal los. So, Ort und zerstöre den feindlichen Flugzeugträger, um seine Angriffe auf die Insel Wake zu stoppen. Beginne und gewinne wieder die Mission, um den VIP zu retten, der in der Garnison auf der Insel festgehalten wird. Mindestanzahl an zerstörten Feinden 3. Maximal Zahl der verlorenen Staffeln 2. Beende die Mission innerhalb von 20 Stunden. Und dafür kriege ich Versorgung und Verbesserungspunkte.
Jetzt können wir gleich ein bisschen mal wirklich darüber reden, was man in dem Spiel machen muss. Die Vorbereitungsphase kannte ich nur noch nicht, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Von meinem Kopf her. Wake Island has just been attacked by the Japanese Navy Admiral. There is a White House official on the island, visiting our base there. We cannot get to him while the island is under fire, so we need to find the exact location of the enemy carrier attacking the base and destroy it. Once that has been dealt with, we will have a short space of time within which to carry out the rescue. You must launch a rescue mission to the base, where our men will take the VIP on board for a safe return to our carrier. Ja, so, hier sind wir beim Flugzeugträger, leider gibt es keine Pausefunktion. Deshalb gehen wir mal ganz kurz durch. Hier oben ist die Verteidigung unseres Flugzeugträgers, der halt auf Basis von Geleitschutz etc. zusammenkommt. Unsere Flugzeuge, wo Torpedobomber sind, Bomber und Jagdflugzeuge, wovon wir alle im Hangar gerade haben. Wir haben hier schon eine Sichtung, wir haben auch eine Flotte da oben. Können unsere Schiffe auch bewegen. Und wir werden gerade mehr oder weniger schon angegriffen, deshalb müssen wir Jagdflugzeuge direkt an Deck holen. Hier links sind unsere Offiziere. Die müssen wir in unterschiedlichen Bereichen zuordnen, wodurch wir in der Lage sind, Befehle zu verändern. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Da sehen wir gerade, dass die Japaner um uns rumfliegen als Aufklärer. Aber dafür starten wir eigentlich gerade, holen wir gerade die zwei Flugzeuge an Deck. Und wir müssen selbst auch eine Erkundungsmission machen. Hier unten rechts. Weil wir müssen gucken, dass wir den feindlichen Flugzeugträger finden. Das wird wahrscheinlich da oben der sein. Wir müssen jetzt hier eine Zone haben, wo wir hinfliegen und zurück. Also du machst so gesehen eine Planung der Mission. Und dann haben wir eine gewisse Zeit, dafür auch die Flugzeuge bereitzustellen. Start Engine! Ah ne, es sind Tauchbomber und Torpedoflugzeuge und Jagdflugzeuge. Ich habe was Falsches gesagt. So, könnt die Tauchbomber an Deck holen. Während jetzt diese Mission hier startet, können wir schon mal gucken. Die Insel ist übrigens halt der Hauptkommandoturm, wo man halt, ja, angeben kann, wenn denn ein Offizier vor Ort ist, können wir halt die Ausrichtung von dieser Brückenstation verändern. Wie zum Beispiel, dass jetzt eher Bomben repariert werden oder Jagdflugzeuge. Hier oben können wir dann umändern, dass wir mehr Missionen fliegen können in einem gewissen Bereich. Hier ist unser Reparaturbrigantenteam. Die sind halt dafür da, Schäden unter Deck zu reparieren, was die sehr schön gemacht haben hier. Die agieren auch automatisch, wir können aber aufgrund dieser Befehle in der Insel, können wir es umschalten, dass wir die sogar manuell kontrollieren können. Funkraum ist auch für die Rettungsteams, für die Reparaturteams. Bin jetzt gerade aber nicht sicher, wegen zweimal Abpumpen, zweimal Wartung, einmal Abpumpen und einmal Wartung. Ach so, das sind die hier. Also hier unten gibt es diese Benutzer auf eigene beschädigtes Zement, um es schnell zu reparieren. Können wir so eine Schnellreparatur durchführen. Karteninformationen für die Mission hier unten rechts, wie zum Beispiel die Zielidentifikation, das müssen wir nachher ändern auf, ich glaube, Kampfluftpatrouille, um diesen Angriff zu fliegen. Hier können wir im Chiffrierraum können wir was verstärken, zum Beispiel die Luftabwehrabteilung verbessern. Meteorologieraum, einen weiteren Angriff hinzufügen, wenn wir wollen. Erhöhe die Effizienz der Reparaturabteilung, der Navigation oder der Ingenieurabteilung. Was haben wir unten links? Ja, das auch Besprechungsraum können wir auch einen Missionstyp hinzutun oder die Verteidigung unseres Trägers verbessern. So, die können wir jetzt auch losschicken und es dauert noch ein bisschen, bis unsere Herrschaften die Jäger abgefangen haben. Macht mal langsam Fahrt.
Die Mannschaft kann man zuteilen. Wenn man die unterschiedlich zuteilt, hat man halt Vorteile. Bei Navigation fahren wir alle schneller. Ingenieur. Gute Frage gerade. Medizinische Abteilung ist natürlich dafür da, dass wir einen von den Crewmen heilen können. Die Reparaturbrigaden habe ich gerade erklärt. Das sind RB-Teams, die hier, sage ich mal, rumrennen und zum Beispiel pumpen oder reparieren. Und Flugabwehrgeschütz muss natürlich besetzt werden, damit die Angriffe abwehren können. Da sehen wir übrigens die Spezialfähigkeiten von unseren Schiffen, unserem Gleitschutz und was die halt machen. Sir, ready, sir. Awaiting orders. Same old, same old. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. Die feindlichen Aufklärer sind zerstört. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Ja, ja, ich arbeite dran. Transport him to the infirmary. Ready. Awaiting orders. Ready. On your command. So, das DC-Team sammelt den jetzt ein. Wir müssen das Deck mal auf Landung umschalten, weil sonst können wir nämlich unsere Abfangjäger nicht landen lassen. Dann brauchen wir wieder zwei Tauchbomber für die nächste Erkundungsmission. Japanische Luftflotte, ein Zerstörer. Hier oben sehen wir übrigens auch direkt die Reihenfolge, wie die, also dass die jetzt landen und dann holen die anderen beiden an Deck. Aber wir brauchen jetzt auch eine Zielidentifikation, weil wir kennen ja inzwischen nur einen Zerstörer da vor Ort. Das ist übrigens die Kampfstärke, Angriff 51, 59 und 4... 94, 109 Verteidigung. Ready. Awaiting orders. Da geht das Team jetzt hoch und schmeißt das Flugzeug vom Deck, weil sonst können wir nicht landen. Tschüss. Respot the deck, prepare for launching. Stellen die den schon wieder nach hinten. Schickt ihn mal los.
Und danach holt er noch zwei Tauchbomber an Deck. Launch aircraft. Issue a dive bomber squadron on the deck. Noch mehr unbekannte Objekte, traumhaft. Issue a dive bomber squadron on the deck. Kommen in 3 Stunden zurück. Geleitschutz, Flugzeugträger, Zerstörer, leichter Kreuzer. Issue a dive bomber squadron on the deck. Ja, das kann ich nicht mehr abbrechen, das macht nichts, weil wir müssen jetzt mal eben kurz gucken. Erinner dich an das Tutorial Proof. Sir! Roger that! On my way! Roger that! Awaiting orders. Ready, sir! Ready, sir. Das Kampfpatrouille Luftangriff. Den brauche ich. Bereite vor Luftangriff auf die. So, und jetzt geht es nämlich darum, Karten. Defensivmanöver, Angriffsmanöver, Angriff der Manöver 1 und 2 plus 4. Verteidigung von 2 nächsten Manövern plus 75%. Angriff Verteidigung des Manövers 525%. Die kosten natürlich alle auch immer wieder auch eine gewisse Anzahl von Jägern, die wir dann mitschicken müssen. Das steht dann oben auf der Karte. Also umso mehr Karten du einsetzt, umso mehr Jäger musst du schicken. Warum geht der auf 0 runter? Achso, Angriff aller Unterstützungsmanöver ist blockiert durch den leichten Kreuzer. Angriff Manöver 1 und 5 plus 75%. Wir schicken unsere Leute in den sicheren Tod. Hm.
es leider noch ein bisschen ausprobieren. Sonst bringe ich meine Leute alle um. Das ist zu wenig. Und der Flugzeugträger wird ja versenkt, weil wir eine Stärke von 40 haben beim Angriff. Na, dafür müssen wir viel an Deck holen. Zwei Tauchbomber und jetzt bin ich irritiert. Er hat doch bei der Mission nicht gemeckert. Ach, zu wenig Mannschaften in der Luftabteilung. Ja, du bist wieder fit. Auf die Luftabteilung. Dann können wir mehr an Deck holen, beziehungsweise noch eine weitere Mannschaft. Komm, komm, komm. Issue a dive bomber squadron on the deck. Okay, die andere Erkundung ist eine Gruppe von Walen. Können nämlich falsche Ziele haben. Issue a dive bomber squadron on the deck. Issue a fighter squadron on the deck. Was fehlt denn? Hab ich doch hier hinten. Ah ne, das sind die Bomber. Ich habe eine Bomberstaffel zu viel rausgeholt. Ach, bin ich doof. Ich muss die Aufklärer abfangen.
Also zwei Jagdflugzeuge. Und gleich muss ich meine Leute landen lassen, habe aber gar keine Zeit dafür. Issue a fighter squadron on the deck. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Also werden meine Leute gleich abstürzen. Start engine. Weil so schnell kriege ich das Deck nicht mehr umgestellt. Flugzeugträger wird beschossen. Setzen wir dich ein, das erhöht die Verteidigung. Angriffsstärke 5 werden wir angegriffen. Jemand muss oben an die Luft, an das Luftabwehrgeschütz. On my way. Sir. Ready, sir. Awaiting orders. On my way. Oh, sind nur Aufklärungsmissionen dran, deshalb kann ich das nicht umschalten. Standby to recover aircraft. Landet und stellt euch hin. Der Zustand des Decks ist ungünstig. Nein, es sind Schiffe, beziehungsweise man fliegt halt noch ein bisschen. Meine Sturmgruppe steht still. So, das ist übrigens der Luftangriff jetzt auf das, auf die kleine Flotte. Wobei, jetzt kann man ein Video gucken und das einfach nur bestätigen. Und im Video sieht man halt mehr oder weniger, wie das Schlachtgeschehen war. Das war in der Demo übrigens immer falsch. Aber inzwischen scheinen die richtigen Schiffe da unten auch zu stehen. Ihr seid alle Kacke. Denn ihr habt es nicht hinbekommen, ein Schiff zu versenken. Ich glaube, der ergänzt nicht nur Staffeln, sondern gibt mir halt auch Ressourcen. Ah ne, der ergänzt wirklich nur die Staffeln.
Befehl, Vorräte ergänzen, dauert 2 Stunden. Das ist übrigens da, wo ich gerade, hier unten links ist so ein Button dafür. Better get to it. Awaiting, ready, sir. Sir, awaiting orders. Sir! Ready, sir. Jetzt sehe ich gerade, dass die Offiziere wohl auch einen Timer haben für einen Cooldown, bevor die wieder was machen können. Same old, same old. Denk mal, was das dafür ist. Awaiting order. Ready, sir. Vielleicht kann ich das auffüllen, gerade hier unten an der Seite. Kann ich nicht wieder hochziehen. Ich brauche eigentlich 1 und 1 für beides. Also Admiralität und Marine, also Luft. Moment, Luftunterstützung und Marinepunkte. Und eigentlich müsste ich dann zum Beispiel die beiden dafür einsetzen. Awaiting orders. Roger that. Damit ich hier meine Reserven ein bisschen auffüllen kann. Clear the flight deck and prepare for takeoff. Wir werden angegriffen. Aber mein Verteidigungslevel ist eigentlich hoch genug. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. Ready! Ja, leck mich, da kommt ein U-Boot. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid. Have a DC team transport him to the infirmary. Wir sind aber schnell wieder fit gewesen. So, unsere Ressourcen wieder aufgefüllt. Die ganzen Flugzeuge erstmal landen lassen. Schöne Schlechtwetterfront. Stopp! Verdammt! Zu spät.
die hätte ich direkt losschicken können, um gegen das U-Boot vorzugehen. Move the dive bomber squadron back to the hangar. Stand by to recover aircraft. Admiral, a section below deck has malfunctioned. Send DC teams now. On your command. Admiral, a section below deck has malfunctioned. Send DC teams now. Ja, ist doch nur ein einziges Deck, was Probleme macht. Dann schiebt alle rüber. Schickt zwei los für die gegen das U-Boot. Bevor die mir zu nahe kommen. Und dann muss ich nochmal eine Mission schicken, um den dämlichen Flugzeugträger vielleicht jetzt zu erwischen. Breite Luftangriff vor. Rüber. Boah, ich hätte zuerst den leichten Kreuzer anvisieren sollen, weil den kriege ich auf jeden Fall kaputt. Wir schicken unsere Leute in den sicheren Tod. Die Strategie zerstört die totale Zerschlagung der feindlichen Kräfte. Aber ist eine gefährliche Mission für meine Leute. Aber so ist das dann halt. Wir sind ja nicht im Kaffeekränzchen. Ständig kriegt man neue Signale, die man überhaupt nicht untersuchen kann. Habt ihr meine Befehle gehört? Nö. Runter mit denen. Wobei, ach verdammt, Moment, ich habe was falsch gesehen. Hier hätte ich sogar gebraucht.
Was haben wir gelernt? Nicht einfach Sachen immer anklicken, weil Sachen anklicken immer doof ist. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Issue a torpedo bomber squadron on the deck. Feindliche U-Boot wurde zerstört. Man kann nicht bei Nacht starten. Oh. Move the torpedo bomber squadron back to the hangar. Move the torpedo bomber squadron back to the hangar. Clear the flight deck. A plane is approaching landing. In der Früh werde ich wieder vergessen haben, was Sache war. Stand by to recover aircraft. Oder gibt es irgendeine Möglichkeit hier mit einem Offizier, dass ich bei Nacht starten kann? Better get to it. Achso, bist du hier im falschen Raum? Nee, bist du nicht. Na, warum darf ich das hier nicht verändern? Sehr merkwürdig. Sir. Awaiting orders. Sir. Ready, sir. Ach so, ich weiß gleich warum, weil ich das Fenster noch offen habe. Nö. Oder wir arbeiten einfach in der Nacht nicht. Same old, same old. Better get to it. Ah nee, ach, weil ich das Fenster da unten offen habe. Das Fenster hat gestört. Full focus now. Same old, same old. Ready, sir. Sir. Awaiting orders. Ich würde ja den Luftangriff super gerne machen. Aber ein kleiner Mond sagt mir, ist nicht. Move the dive bomber squadron back to the hangar. Move the dive bomber squadron back to the hangar. Clear the flight deck and prepare for takeoff. Könnt schon mal umstellen. Aufklärung kann nicht bei Nacht starten. Luftangriff steht nichts davon. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Das war's nicht, weil ich hatte nur Torpedo. Nee, stimmt gar nicht. Doch, ich hatte Jäger und Torpedo.
Das war das Dreijäger. Totale Zerschlagung des Ziels. Da ist auch noch das Problem, dass wir jetzt nicht bei Nacht starten können. So, zwei Torpedobomber. Bis wann geht die Nacht? 5 Uhr, 6 Uhr. Ist auf jeden Fall eine sehr ruhige Zeit. Krieg macht einfach Pause. 5 Uhr hört die Nacht auf. Gut. Dann los. Go, go, go! Flugzeugträger wird angegriffen. Verteilungsstärke 6. Alles kein Problem. Oh, wenn die in der falschen Reihenfolge stehen, starten die anders. Nein, ich habe die Kampfpatrouille losgeschickt. Wieso? Oh, weil die dämlichen Admiral, Typen hochgekommen sind. You should send DC teams to pump it out. Issue a fighter squadron on the deck. Wie ist das überhaupt passiert? Issue a fighter squadron on the deck. Start engines. Admiral, we're taking water. You should send DC teams to pump it out. Ready. Ich darf nicht so weit raus, sonst erreiche mich die dann nicht mehr. Und habt ihr den Fehler gemerkt? Um 5 Uhr konnte man anfangen zu starten und es waren sofort Flugzeuge auf dem Weg zu mir. Ich glaube nicht, dass wir die schnell genug aufstellen. Issue a fighter squadron on the deck. Knapp. Sir, a new objective is awaiting. Einige Staffeln wurden beschädigt oder zerstört. Deine Staffeln haben den Feind total vernichtet. Endlich. Damit ist das Ziel wenigstens abgeschlossen. Tick, 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 tick. Krieg ist scheiße und so. Da, 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 da. Start engine. Man hat nicht mehr gesehen, wie der Flugzeugträger kaputt ging. Sir, a member of your staff requires urgent medical aid.
Have a DC team transport to the infirmary. Oh, das ist aber schlecht. Ich brauche die Luftverteidigung nicht gleich. So, das ist die Transportmission. Jagt einen Bomber. Issue a fighter squadron on the deck. Holt so hoch. Issue a dive bomber squadron on the deck. Wir haben natürlich nicht das Ziel, alles in 20%, beziehungsweise in 20 Stunden zu schaffen, schon lange überschritten. Start engines. Aber es ist noch viel Zeit, die landen zu lassen. So, Aufklärer wurden auch abgeschossen. Wobei, die hatten, glaube ich, keinen Flugzeugträger mehr, zu dem sie zurückkommen konnten. Haben uns ja um alles gekümmert. SOS-Mission läuft. Deck auf Landung umschalten. Stand by to recovery aircraft. Die schieben wir direkt unter Deck. Move the fighter squadron back to the hangar. Boah, da schiebt er die wirklich bis nach da ganz hinten. Okay, wir können noch 6 Stunden in der Luft bleiben. Dann lassen wir erstmal die Luftangrifftruppe landen. Denen es überraschend gut geht. Dafür ist gesagt worden, dass die Taktik halt auch den Tod für manche bedeuten kann. Also ein paar in Reparatur, ich glaube 3 Geschwader haben Schaden genommen. Das wäre auch schön, wenn man den sagen könnte. Beim Landen, dann geht doch einfach direkt in den Hangar runter, weil es einfach schneller geht. Aber ich muss sie, wenn sie nicht kaputt sind oder beschädigt, müssen sie erst hier vorne stehen. Weil mein Deckpersonal nicht die Schlauesten sind. Wenn ihr gerade nichts zu tun habt, könnt ihr nochmal ein bisschen die Ressourcen vom Träger auffüllen. Mit dem Geleitschiff. On your command. Ready. Jetzt wieder ein Flugzeug auf dem Deck zerschellt. Wo auch immer es herkommt. Better get to it. Schiebt's runter. To recover aircraft. N2, 3. On my way!
Der jetzige Befehl gilt nicht mehr. Sondern... Ach so, das ist der Befehl hier unten, den ich gegeben habe. There is a fire below deck. Sir, damage control. So, mindestens an zerstörten Feinden. Maximum, wir haben eine Karte verbessert. Niveau 2, Verteidigungsbombe, Verteidigungsbomben. Verteidigung des Folgenmanövers plus 150%. Und wir waren in der Zeit 1 Tag 8 Stunden anstatt 20 Stunden, weil so wie ich den Angriff geflogen habe von der Kartenstruktur, das wäre perfekt gewesen. Habe ich beim ersten Mal aber verkackt. Nur eine Staffel verloren. So, man verdient Medaillen und kann die verleihen. Und dadurch schalten wir die Karten frei, okay? Allrounder vergibt zusätzlich 7% der Effektivität nach der Zuteilung der beliebigen Abteilung. Die vierte Medaille wäre wahrscheinlich für Zeit gewesen. Meine Geleitschiffe werden nach der Mission repariert. Das ist ja fies. Aber so in etwa sieht das aus. Also, wenn man mit einem Carrier ein Survival-Spiel macht, man hat gemerkt, ich bin ein bisschen im Stress geraten zwischendurch, aber das ist einfach so. Verteidigung für die anliegenden Manöver. Dann geht man durch die Kampagnenmission durch und wird natürlich immer besser und gradet seinen Flugzeugträger auf und kriegt dann später auch einen besseren Flugzeugträger. Füllt seine Angriffsbombe auch mal wieder auf zwischen den Missionen, damit er wieder ausreichend hat. Ja, an sich doch ganz schön, obwohl dieses Kartensystem ist halt so eine Geschmackssache. Ich fände es natürlich besser, wenn so... Weiß ich nicht, was ich besser fände. Es ist natürlich eine Lösung, es ist vom Gameplay so gewollt. Mir würde jetzt aber vom... Ich muss halt immer an solche Spiele wie Silent Hunter denken, U-Boot, Cold Water und so weiter und so fort. Das wird ja auch irgendwie ohne Karten gemacht, ne? Und geht halt näher in diese Richtung Simulation. Wobei das hier natürlich dann irgendwie so dieses Gefühl hat, sobald irgendwie Karten drin, habe ich immer das Gefühl, ich spiele ein Boardgame. Egal wie ich Zeit unter Druck gesetzt werde oder sonst irgendwas. Es ist halt eher so ein Brettspiel-Charme noch mit drin. Kann man auf jeden Fall spielen, ist ganz nett. Ist aber halt wirklich nicht das Favorite für mich, weil ich habe ja meine Begründungen gemacht, weil ich mag dieses Planung mit diesen Kartenangriffen nicht besonders. Wäre natürlich geil, wenn man noch Pilotenmannschaften hätte, die noch irgendwie managen kann. Die wären besser. Man kriegt halt Elite-Piloten mit der Zeit oder kann welche rekrutieren oder die machen sich auch einen Namen mit Abschüssen. Die Mannschaft, dass sie nicht nur durch Sternchen bzw. Medaillen steigen. Man könnte ihr auch XP geben und so weiter und so fort. Es gibt halt unglaublich viel, wie man das aufblähen kann. Die haben sich hier für ein sehr enges Konzept entschieden. Man hat trotzdem viel zu tun, muss trotzdem viel machen, hat man ja gesehen. Und ja, so viel zum Angespielt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und wenn ihr mehr Angespielt sehen wollt hier auf dem Kanal und andere Sachen, dann abonniert doch. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschöle, euer Imperator.